Morgenlagenkirchtag ist meistens geprägt von Kater und Co. Wir haben für euch die besten Anti-Kater-Rezepte an vieler Kirchtag gefragt. Naja, wenn ich heimkomme, dann gehen wir aufs Klo speiben, legen wir gleich dort hin und nachher, wenn der Papa aufsteht, trocke ich ins Bett. Fertig ist die Geschichte. Also zwei rohe Eier und ein Glas Wasser. Ja, gut ausschlafen, viel Wasser trinken, ein, zwei Tabletten, dann passt schon. Der Geheimtipp von mir ist Gurkensaft. Weißt du, ein Glas? Der Gurkensaft. Kennst du das? Wenn es ein Bier auf die halbe Arbeit ist, ist alles wieder okay. Das ist einmal ausschlafen, ein Glas Wasser und fest fressen, was das Zeug heute vom Kirchtag geht. Das ist der beste Gegenkater. Spannende Frage. Vermutlich ist es die bestmögliche Ablenkung und bei mir ist es meine bessere Hälfte. Die schafft es, dass ich an die richtige Sache denke, dass ich Kater nicht spüre. Es ist entweder gar nicht aufhören mit dem Saufen oder einfach so lange im Bett bleiben wie geht, viel Wasser trinken und einfach die Zähne zubeißen, bis du das nächste Bier kriegst. Ein Schnaps hilft immer noch gut. Nein, wenn schon zwei. Ja, ich saufe aber weiter mit dem, was ich anfangen habe. Was soll man machen? Dann kommst du mit mir mit. Komm mit. Da. Wir bestellen noch eins. Du, ich würde sagen, es gehört einfach viel mehr geschmust. Thank you.